1,60, das wird schwierig. Love. Eieieiei. Vorstellung ist so schon gerne etwas kleiner als ich, also so meine Größe ungefähr. Wie groß bist du denn, wenn du sagst, dass du kleinere Partnerin willst? Achso, ich bin 1,60. 1,60? Ja. Okay, das wird schwierig. Boah, das wird jetzt schon eine interessante Folge. Oh mein Gott, das wird jetzt schon eine interessante Folge, Chat. Das wird jetzt schon eine interessante Folge, Mann! Aileen, Wahnsinn. Das ist einfach wie Morgentau einfach, ne? Denkst du, es kommt auf die Größe an? Habt ihr es extra gemacht, ne? Was für eine Größe? Alter, ich glaube, die ist ein richtiges Brettchat. Alter Schwede. Möchtest du herausfinden, wie ich küsse? Hallo. Ja, hi. Schon komisch, ne? Ja, siehst du auch nichts? Nee, sieh auch nichts. Ah, ich höre aber Schönes. Ja, das freut mich sehr. Wollen wir mal die Hand schütteln? Ja, wo ist sie denn? Ich nehme meine rechte, ich hoffe, du hast deine. Boah, die hat ja eine schöne Haut, Chat. Guckt euch diese Haut an, Hilfe. Mit diesem kleinen Tattoo hier, boah. Hi. Perfekt. Hi. Wie alt bist du denn? Ich bin 35 und wie alt bist du? Ich bin in 10 Stunden 31. Ja, Mann. Ey, was? Was? Dann haben wir gleich was zu feiern. Ja, genau. Was ist dein Typ? Sei konkret. Das ist zum einen Intelligenz, finde ich super anziehend. Bodenständigkeit und Humor. Ich würde von mir behaupten, Chat, ich bin ein bodenständiger Mensch. Meinung? Humorvoll bin ich auch und intelligent. Ich bin Student. Uni bis jetzt alles abgegeben und bestanden. Typ. Ja, vielen Dank für diese klasse Antwort. Was ist dein Typ? Ich mag auch vor allem sehr starke Frauen, also selbstständige Frauen. Und Period, Digga! Independent Woman. Intelligenz, ne? Da stimme ich dir voll und ganz zu. Hast ja nichts zum Abheben. Das ist krass. Das ist GGs. Touché, gebe ich. Muss ich geben. Sich auf einer Augenhöhe dann auch unterhalten können. Meine Vorstellung ist so schon gerne etwas kleiner als ich, also so meine Größe ungefähr. Gerne aber sportlich. Also das heißt aber nicht, dass du deswegen schlank sein musst, um Gottes Willen. Aber einfach ein sportlicher Typ, ne? Einfach, dass du sagst, ey, du machst auch. Danke, Luis, für die Donation, mein Bruder. Gute Besserung. Wie groß bist du denn, wenn du sagst, dass du kleinere Partnerin willst? Achso, ich bin 1,60. 1,60? Ja. Okay, das wird schwierig. Ja, ist ja nicht schlimm. Ne, wir haben ja gesagt, Augenhöhe ist ja der Bereich der Intelligenz. Stimmt, ja. Von daher. Gut gerettet. Ja, gib mir Mühe. Man hat da so seine Tipps und Tricks. Es tut mir unnormal leid, sowas, ehrlich. Das tut mir unnormal leid, sowas. 1,60, Bruder, und direkt so eine Antwort, das tut mir voll leid, Digga, ja. Ich glaube, er hat richtig Probleme mit dieser 1,60 schon gehabt, Bruder. Auch wie sie lacht und so. Für sie ist schon over, ich sag ehrlich. Wenn man dann anwenden kann. Kann es aus deiner Sicht ewige Treue geben? Also, ja. Kann es schon, klar, auf jeden Fall. Gibt's ja auch. Aber ich weiß auch aus, ich sag mal, biologischer Sicht, dass der Mensch nicht monogam ist. Ja? Man muss da schon gegen kämpfen, man muss schon was tun dafür, auch mit sich selber dieses Commitment schließen, die ewige Treue Commitment ist tief in meinem Herzen drin. Oder, ne, überhaupt für immer treu bleiben zu wollen. Und wenn man das von sich aus davon überzeugt ist und das möchte, dann kann man das schon, ja. Das sehe ich ähnlich. Da muss ich auch sagen, die Einstellung gefällt mir sehr gut. Also ich finde, wenn man gemeinsam dran arbeitet, dann ist es nicht schwer. Oh Gott, ehrlich? Finde heraus, wie ich rieche. Ist mein Geruch sexy? Also sowas, also diese Frage von Love ist bodenlos, die sind beide über 30. Die sind beide über 30, bitte. Irgendwann muss man auch mal ein Niveau ein bisschen hochschrauben für die. Sei ich stand okay. Eben in der Bahn und es war warm, aber also, ja. Ja. Darf ich mich ein bisschen ranziehen? Ja, ist gut. Bro schnüffelt einfach mehr als Polizeihunde, Digga. Aileen, Wahnsinn. Das ist einfach wie Morgentau einfach, ne? Ja, wie Morgentau. Ja, wie Morgentau. Schon nie gerochen, aber muss gut sein. Ja, also ganz ehrlich, also ein KVB-Geruch, den riecht man nicht. Ja. Also vom Geruch her würde ich sagen, du bist gepflegt, das mit Sicherheit. Ich weiß nicht, hast du irgendein Parfüm drauf? Ich glaube nicht, oder? Hatte ich, bis ich in die KVB eingestiegen bin. Ja. Okay, du riechst auf jeden Fall frisch geduscht. Also ob es jetzt ein Parfüm ist oder wirklich die Dusche, keine Ahnung, aber du riechst sehr gut auf jeden Fall. Danke sehr, danke sehr. Aileen, bin ich attraktiv und nutze alle Sinnesorgane außer deinen Augen? Ob du attraktiv bist, soll ich dann jetzt erfühlen, riechen und so weiter, oder? Ja, ich denke. Ja, ich komme zu dir ran. Ist deine Hand an, okay. Ich bin hier. Jetzt merke ich auch den Unterschied der Größe. Mhm. Du trainierst auf jeden Fall. Mhm. Ne? Also die Frau ist ja wirklich geisteskrank. Ja. Ja, ich will jetzt nicht mehr anfassen, so. Okay. Ich bin nicht so touchy. Okay, du hast Haare, viele Haare, ne? Du hast Haare. Mhm. Ja. Das sind meine wilden langen Haare, ja? Ja, ich merke das gerade. Ja, ich bin immer noch total aufgeregt. Echt? Ernsthaft. Warum? Ich bin doch ganz lieb.
Ja, auf jeden Fall. Das gibt mir auch total viel Ruhe. Also, das muss ich mal dir sagen. Du strahlst extrem viel Ruhe aus. Danke. Also auch wenn ich. Crazy, Bruder. 22.54 Uhr. Woher die Zeit, Digga? Die ich nicht sehe. Aber vom woher die Zeit, woher die Kraft, Bruder? Er nimmt so bis zum Anschlag tief gerade. Reden her, also, das ist total entspannt. Danke. Dankeschön. Kann ich auch nur zurückgeben. Abonniert den Kanal, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und wenn ihr auch mal genau hier sitzen wollt, dann bewerbt euch doch. Liebe Aylin, denkst du, es kommt auf die Größe an? Habt ihr es extra gemacht, ne? Was für eine Größe? Kann man das definieren? Also wir können darüber kommunizieren. Ja. Über welche Größe möchtest du reden? Okay, ich mache jetzt mal ganz, nee, denke ich nicht. Also bei nichts auf der Welt, glaube ich, egal in welche Richtung diese Frage jetzt abzieht, glaube ich nicht, dass es auf die Größe ankommt, nein. Das ist eine sehr schöne Antwort. Oder? Krass. Das ist eine wirklich... Krass, schon mal ein W für mich, Chat. Schon mal ein W für mich, Real Talk. Schon mal ein dickes W für mich. Ist sehr schön und wundervolle Antwort. Das ist bestimmt auch deine, ne? Nee. Nee? Nee. Okay, erzähl. Also ich finde, es kommt immer auf die innere Größe an. Ah, okay, das ist noch schöner. Ja, danke schön. Das ist tatsächlich sehr schön. Nochmal ein High Five. Ja, wo ist du? Hand. Ja, ja. Ah! Warum macht man diese Scheiße, obwohl die beide wissen, das ist ja ein Blind Date, bitte. Warum? Totes High Five! Totes High Five! Tot! Nein, es tut so weh gerade, Hilfe! Ja, ich bin da. 1, 2, 3, 1, 2, okay. Ah, Wahnsinn. Geklatscht. Ja, danke. Möchtest du herausfinden, wie ich küsse? Nein. Nicht jetzt zumindest. Okay. Du? Nein. Gut. Also ich finde gerade so das Kennenlernen super. Ja. Das ist total spannend. Fabrice, connecte mich mal mit denen hier. Ich komme da gar nicht ran, Digga. Ich weiß gar nicht, wo ich da hin muss. Oder ich frage Ahmed, Digga. Irgendwie musst du mich connecten, Bruder. Aber wir sollten uns auf jeden Fall nochmal dann auch wirklich auch in die Augen blicken können. Genau, ja. Und wenn man danach die Augen verschließt, hey, das ist eine andere Sache. Ja. Ja. Bevor wir die Augenbinde abnehmen, würdest du auf ein zweites Date mit mir gehen? Also ich würde auf jeden Fall mit dir nochmal auf ein zweites Date gehen wollen. Ich denke... Er ist aber sehr ruhig, das ist sehr krass, er ist sehr, sehr ruhig. Sehr viel mehr man in dir. Man merkt ihn seine Nervosität gar nicht an. Durch die Fragen dann auch austauschen konnten. Patrice, Digga, heute habe ich es nicht, Patrice, wirklich. Heute ist wirklich der Wurm drin. Ich hoffe auch, vielleicht, dass dieses Interesse auch dann auch bei dir ist, ne? Mich da näher kennenzulernen. Das ist schön, danke. Wie ist es bei dir? Ich muss sagen, tatsächlich, ich weiß es nicht. Mhm. Du bist also von deinen Antworten her super intelligent, glaube ich. Also meinen ersten Punkt hast du auf jeden Fall voll getroffen, weil du sehr gute Antworten gegeben hast, die mich auch sehr überrascht haben. Aber mir fehlt so ein bisschen so das Humorvolle, so irgendwie so ein Witz an der Seite, von der Seite, vielleicht liegt ja, das... Ey, Chat, würdet ihr mich sehen bei dem Format? Auf Ernst, Patrice, ich würde direkt, also ich hab sogar schon mal mit denen eigentlich geschrieben gehabt, aber das hat sich sehr, sehr gezogen, Digga. Aber eigentlich müsste ich mal, weil ich finde das Format so witzig, ich reagiere immer drauf. Ich musste eigentlich mal hin, Patrice, aber so schnell es geht, Digga. Ist auch in deiner Aufregung oder so, aber das brauche ich, das ist für mich unabdingbar, deswegen bin ich noch so ein bisschen, ich weiß es noch nicht genau. Aylin, du hast in jedem Punkt vollkommen recht. Also ich bin immer noch maximal aufgeregt. Ja, ich glaube es dir. Die Hände total schwitzig. Ja, habe ich gespürt. Ich habe eben auch versucht, lustig zu sein, aber ich konnte es nicht irgendwie. Sorry. Hey, nein, kein Sorry, ja. Bloß nicht. Ja, alles gut. Also eigentlich weine ich auch schon die ganze Zeit, aber die Augen... Schick, Patrick. Die saugt alles auf. Ja. Warum weinst du? Schick mal, Patrick. Ja, weil ich nicht lustig bin. Ei, Bruder. Warum nehmen die ihr Selbstbewusstsein so selber auseinander? Die saugt auf. Ja. Warum weinst du? Ja, weil ich nicht lustig bin. Was soll ich denn machen? Guck mal, jetzt bist du lustig. Ja, vielleicht braucht sich gerade einfach nur diesen Icebreaker. Ja. Ich bin sehr gespannt, dich zu sehen. Ja, ich auch. Diese Pick Me und so, ja, ich weiß. Das ist, diese dicke Pick Me, ja. 3, 2, 1, 0. Oh Gott, das ist hell. Oh ja. Hallo. Hi, warte. Buongiorno. Ich hab dich schon nicht gesehen. Aylin, du bist für mich bestimmt. Ich muss auf diesen Stuhl da hinten rechts. Gut. Ja. Aylin, wie geht's dir? Ja, hallo Dennis. Ich bin bestimmt total verschmiert. Aylin, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ja, ich bin sehr verschmiert. Oh Gott, du bist absolut bezaubert. Wahnsinn. Ja, danke. Klasse. Du siehst ja gut aus. Ja, du hast absolute Rehaugen. So krasse Haare. Ja, guck dir. Wahnsinnig schön. Oh mein Gott, Aylin. Super. Danke. Freut mich halt nochmal. Ich auch. Dennis. Hi. Sollen wir uns einmal draußen machen? Ja, gerne.
Ja, freut mich, dich kennenzulernen, so auch zu sehen. Ja, jetzt. Mich auch. Ja. Das macht direkt anders. 31 ist die Chat. Die sieht aus wie 25. Die sieht aus wie 25, 24, Bruder. Alter Schwede. 31? In welcher Welt ist die 31? Ich glaube, er ist dicke verliebt in sie, ne? Alter Schwede. Also ich bin total. Ja sowieso so ein Mensch, der sehr auf Mimik achtet, auf Augen, auf wie spricht der Mensch, so wie bewegt er sein Gesicht, was macht man im Gesicht. Also ich kommuniziere auch sehr viel mit meinem Gesicht. Deswegen war das jetzt eine krasse Erfahrung mal mit Augenbindung. Man ist nur auf Stimme und Wort irgendwie so fokussiert. Ja. Man kann ja nichts anderes hören, ne? Hätte ich dich auf der Straße angesprochen, hättest du mit mir geredet? Ich rede mit allen, die mich auf der Straße ansprechen. Was denn? Wer ignoriert deine Leute? Ein High Five drauf. Ein geiles High Five aber. Voll random auch irgendwie. Voll random, so richtig tote High Five. Auch die Frage, also manchmal check ich es gar nicht irgendwie. Und ich muss es auch nicht hinterfragen, weil nicht alles Sinn macht im Leben, sind wir ehrlich. 3, 2, 1 und jetzt. Ja, es ist lame langsam. Langsam ist lame, Digga. Da muss auch mal einer haten. Da muss auch mal einer ein Hater sein und Abschied geben. Ja. Ja, klasse. Dann würde ich sagen, tauschen wir Instagram aus. 100%ig. Stark. Ja. Stark, Dennis. Ernst. Sie will direkt Insta. Stark, Dennis. Dass wir uns verstehen. Ja? Beim ersten Augenblick, wo ich dich gesehen habe, war mir klar. Also erst nach 20 Minuten sprechen, ja? Okay. Nach dem Date haben wir ja dann unser Instagram ausgetauscht und Dennis hat mir dann auch ganz, ganz lieb zum Geburtstag gratuliert und eine ganz, ganz liebe Nachricht gemacht, eine Sprachnachricht. Aber ich glaube, dass wir beide gemerkt haben, dass die Chemie da einfach nicht ganz so zu 100% stimmt, dass wir beide da nochmal einen weiteren Schritt aufeinander zugehen. Und ich denke, wir bleiben uns in guter Erinnerung. Er bleibt auf jeden Fall in meiner Instagram-Liste und ich werde ihn auch verfolgen, was er da für Stories macht. Aber ich denke, in Sachen Liebe und Dating, glaube ich, hat das nicht ganz gefunkt.